The US will get 17 bases. Die USA werden 17 Stützpunkte in Schweden erhalten, wo sie tun können, was sie wollen. Das ist festgelegt. Sie können diesen Raum auch vergrößern, wenn sie wollen. Sie können Zonen in Schweden schaffen, gemäß diesem Abkommen, in denen schwedische Behörden nicht erlaubt sind. So kann sich die amerikanische Souveränität auf schwedischem Boden etablieren, wo immer sie wollen. Das Abkommen stellt auch sicher, dass US-Personal während ihres Aufenthalts in Schweden keine Mehrwertsteuer zahlt. Hallo zusammen, hier ist Pascal von den Neutralitätsstudien. Heute habe ich die große Freude, ein Panel über die neue Ära der skandinavischen Sicherheit in ihrer Nachneutralitätsphase zu moderieren. Wie Sie alle wissen, haben Schweden und Finnland 2022 beschlossen, ihre langjährige Neutralität aufzugeben und der NATO beizutreten. Während dieser Übergang für Finnland relativ reibungslos verlief, dauerte es für Schweden aufgrund türkischer Einwände länger. Beide Länder sind jedoch nun Mitglieder der NATO. Darüber hinaus öffnet Norwegen, das lange Zeit die Stationierung von US-Personal auf seinem Boden stark eingeschränkt hatte, nun häufig US-Stützpunkte. Wir können sehen, wie ganz Skandinavien unter der Schirmherrschaft des Bündnisses militarisiert wird. Dies ist ein beispielloser Moment, da wir noch nie gesehen haben, dass sich Skandinavien so stark in den militärischen Apparat Westeuropas integriert. Um zu besprechen, was das bedeutet, habe ich drei fantastische Experten bei mir. Zwei aus der Region und einen weiteren Neutralitätsforscher. Aus Schweden begrüßen wir Professor Peo Hansen von der Universität Linköping. Aus Finnland haben wir Dr. Tapio Juntunen von der Universität Tampere. Schließlich freuen wir uns, Botschafter Nasir Andisha, Afghanistans Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf und Autor von Neutralität und verletzliche Staaten, eine Analyse der permanenten Neutralität Afghanistans, begrüßen zu dürfen. Meine Herren, willkommen und vielen Dank, dass Sie dabei sind. Gentlemen, welcome and thanks for joining. Thank Danke. Thank you. Well, let's start with you, Ambassador Andisha. Nun, fangen wir mit Ihnen an, Botschafter Nasir Andisha. Waren Sie überrascht von den politischen Entwicklungen im Jahr 2022, als Finnland und Schweden beschlossen, der NATO beizutreten? Ich muss auch erwähnen, dass dieses Panel Ihre Idee war, da Sie viele Diskussionen in Genf geführt haben. Was war Ihr Eindruck, als Sie in Genf tätig waren, von dem, was gerade passiert? Danke. Vielen Dank, Pascal. Es ist gut, hier zu sein. Grüße an meine Kollegen aus Schweden und Finnland. Es ist eine Ehre und ein Vergnügen. Ich weiß, dass dies wahrscheinlich eine sehr ungewöhnliche Diskussion ist, da wir uns mitten in mehreren ernsten Konflikten befinden, insbesondere in Osteuropa und jetzt auch im Nahen Osten. Obwohl der Konflikt in Afghanistan etwas eingefroren ist, erreicht die Situation in Bergkarabach und anderen Gebieten des Kaukasus ebenfalls einen anderen Abschluss. Für mich, wenn man eine realistische Perspektive einnimmt, war es keine Überraschung. Es gab schon immer Tendenzen in neutralen Ländern, besonders in neutralen europäischen Ländern, sich von der Neutralität abzuwenden, insbesondere nach dem Kalten Krieg. Sie argumentieren, dass Neutralität nur dann relevant ist, wenn es etwas gibt, bei dem man neutral sein kann. Seit dem Ende des Kalten Krieges haben wir ein unipolares System. Daher glauben sie, dass es keine Notwendigkeit gibt, neutral zu sein. Es ist akzeptabel, sich auf die Seite der Sieger zu stellen. Spulen wir in die Gegenwart vor und in den letzten 20 Jahren oder so entstand die Idee, dass wenn diese Länder immer noch neutral sind, wie die Schweiz und in gewissem Maße Schweden, sie ihre Haltung überdenken könnten. Warum sind sie also neutral, wenn es keine Notwendigkeit für Neutralität gibt?
Diese Warum-Frage wurde von akademischen Theoretikern etwas erklärt, obwohl ich wahrscheinlich nicht einer von ihnen bin. Sie argumentieren aus einer konstruktivistischen Perspektive und sagen, dass Neutralität nach vielen Jahrzehnten und Generationen Teil der Identität dieser Länder geworden ist. Die Menschen in diesen Ländern, insbesondere die Schweizer und vielleicht die Schweden und Finnen bis zu einem gewissen Grad, fühlen, dass Neutralität nun ihre Selbstdefinition ist. Irland war in der Vergangenheit auch eines von ihnen. Andererseits, da diese Länder hauptsächlich an der humanitären Frontlinie stehen und sich auf Menschenrechte konzentrieren, verschaffte ihnen die Neutralität einen einzigartigen Raum, der anderen nicht zur Verfügung steht. Diese Faktoren überzeugen diese Nationen immer noch, neutral zu bleiben. Wenn man die Neutralität aus der Schweiz herausnimmt, würde dies ihre Identität erheblich beeinträchtigen. Im Jahr 2022 gab es in diesen Ländern ein Argument, dass Neutralität nicht mehr benötigt wird. Sie schlugen vor, die Neutralität aufzugeben, weil sie die Außenpolitik kompliziert und Einschränkungen auferlegt. Ich denke, Russlands vollständige Invasion in die Ukraine hat die Notwendigkeit des Schutzes hervorgehoben, aber auch die Angst verstärkt, selbst unter pro-neutralen, pro-demokratischen und pro-humanitären Gruppen in diesen Ländern. Sie begannen zu erkennen, dass Neutralität möglicherweise nicht funktioniert, da auch die Ukraine in der Vergangenheit eine Form der Neutralität hatte. Wir haben einen Artikel geschrieben, der zunächst stark kritisiert wurde, aber ich verteidige ihn weiterhin. Ich glaube, dass die Menschen irgendwann diesen Artikel erneut lesen und erkennen werden, dass wir recht hatten. Insofern war es also keine Überraschung. Wenn man es aus einer längeren Perspektive betrachtet, sehe ich es als etwas, das wahrscheinlich langfristig nicht gut für die europäische Sicherheit ist. Durch den hastigen Beitritt zur NATO nutzt die Antineutralitätsfraktion in diesen Ländern die aktuelle Situation aus. Dies wird wahrscheinlich langfristig negative Auswirkungen auf die europäische Sicherheit haben. Nach meinem Verständnis, das ich zugegebenermaßen nicht als Expertenniveau bezeichne, könnte dieser Schritt die Sicherheitslandschaft völlig verändern. Ich bin froh, die Gelegenheit gehabt zu haben, zuerst zu sprechen, aber ich hätte wirklich gerne die Meinung der Experten vor Ort gehört. Thank you for putting me first, because I would have really liked to listen from the experts on the ground. When it's about Afghanistan, I could talk, but you know, here. But this I can tell my own idea. Wenn es Afghanistan geht, könnte ich darüber sprechen, aber hier kann ich meine eigene Idee teilen. Langfristig ist der Beitritt Schwedens und Finnlands zur NATO von Bedeutung, insbesondere Finnland. Schweden war eher eine Mittelmacht. Moldawien und die Ukraine führen jetzt täglich interne Diskussionen. In Georgien sieht man die anhaltenden Probleme. Wenn diese Länder entweder vollständig der NATO beitreten oder Teile ihres Landes an die Russische Föderation verlieren, wird Europa entscheiden müssen, was es unter allen Umständen zu verteidigen bereit ist. Wir werden eine neue Linie sehen, an der Europa erklären wird, dass es keine Hoffnung gibt, dass Russland eine europäische Macht wird. So Europe will say there is no hope that Russia could be an European power. There is no hope that, you know, there will be sort of, you know, cooperation and peace. Es gibt keine Hoffnung auf Zusammenarbeit und Frieden, und eine neue Art von Vorhang wird in Europa fallen. Ich weiß nicht, welche Art von Vorhang es diesmal sein wird. Vielleicht ein Stahlvorhang, ein Nuklearvorhang oder ein Cybervorhang. Die Teilung von Nord und Süd wird zur Teilung von Ost und West, weil China dieses Ergebnis bevorzugen würde. Langfristig signalisiert dies den Russen und vielleicht einigen Slawen in Europa, dass diese Teilung jetzt sehr klar ist. Mit Schweden und Finnland, zusammen mit Österreich und der Schweiz, gab es noch Hoffnung auf eine größere europäische Integration. Das ist wahrscheinlich nicht das Thema, aber das ist, was ich denke, und ich würde wirklich gerne den echten Experten zuhören. Let's ask this. I mean, Peo, you're in Sweden. Lassen Sie uns das fragen. Peo, du bist in Schweden und hast diese Bewegung weg von der Neutralität gesehen,
die tatsächlich etwas älter ist als nur 2022. Was ist deine Einschätzung, warum das passiert ist? Und was macht das jetzt mit Schweden nach 200 Jahren pragmatischer Neutralität? Of basically Swedish pragmatic neutrality. Thanks, first of all, for having me. Danke zunächst einmal, dass ich hier sein darf. Ich stimme Ihnen in Bezug auf pragmatische Neutralität zu, da es historisch gesehen viele Fälle gab, in denen Schweden eindeutig nicht neutral war. Aber nochmals, Pragmatik und all das. Das Interessante, womit man beginnen sollte, ist meiner Meinung nach zu sagen, dass nur wenige Wochen nach Russlands Angriff auf die Ukraine die schwedische Ministerpräsidentin eine Erklärung abgab. In dieser Erklärung machte sie sehr deutlich, dass Schweden der NATO nicht beitreten würde. Sie sagte, der Grund sei sehr einfach. Es sei nicht der richtige Zeitpunkt, die baltische Region weiter zu destabilisieren. Sie machte das nur wenige Wochen nach dem Angriff sehr deutlich, zu einer Zeit, in der man denken könnte, dass es eine Versuchung gegeben haben könnte, beizutreten, angesichts der Angst in der Luft und so weiter. This was the time when there was a lot of fear in the air and so on. This would have been the time when she could hesitate and opening. Dies wäre der Zeitpunkt gewesen, an dem sie hätte zögern und das Fenster zumindest ein wenig für die Mitgliedschaft öffnen können. Stattdessen schloss sie die Tür. Dann dauerte es nur noch ein paar Wochen, bis sie sich um 180 Grad drehte. Plötzlich wurde der Prozess in Gang gesetzt. Es gab kaum eine Debatte und dann war es im Grunde genommen eine beschlossene Sache. Natürlich änderte Schweden dann die Regierung. Und wir sahen all die Naivität, die Teil des schwedischen politischen Establishments war. Sowohl die Sozialdemokraten, die ehemalige Regierung, als auch die neue rechtsgerichtete Regierung hatten nicht mit den Reaktionen aus der Türkei und Ungarn und all dem Aufruhr gerechnet, der folgte. Ich bin natürlich sehr daran interessiert zu erfahren, was in den Wochen zwischen der ersten Erklärung und der Entscheidung, eine NATO-Mitgliedschaft anzustreben, passiert ist. Es schien, als hätten sich die Dinge plötzlich geändert. Aber wir haben nie erfahren, was wirklich von einer kategorischen Aussage, der NATO fernzubleiben, zu einer anderen, die besagt, dass es keine Alternative zum Beitritt gibt, geführt hat. Das wäre mein erster Punkt, dass investigative Journalisten daran arbeiten. Man kann über viele Dinge spekulieren, einschließlich des möglichen Drucks der USA in diesem Zeitraum. Aber natürlich weiß ich es nicht sicher. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Debatte im Grunde genommen nicht stattgefunden hat. Es gab kaum Diskussionen zu diesem sehr wichtigen Thema. Also ich höre hier auf, nur um das gesagt zu haben. So, I can stop there, just to have that said. Yeah, maybe let's listen to the same. Ja, vielleicht hören wir uns dieselbe Erklärung oder Frage an Tapio an. Ich meine, wie war die finnische Reaktion? Denn das Interessante ist, dass beide Länder zusammen angefangen haben. Wissen Sie, beide haben gleichzeitig umgeschwenkt und gesagt, dass sie Mitglieder werden wollten. Die Idee war, gemeinsam der NATO beizutreten. Aber dann, als Schweden blockiert wurde, ist Finnland trotzdem vorangegangen und beigetreten. Finnland war seit dem Zweiten Weltkrieg neutral gewesen und hatte praktische Neutralität bewahrt, besonders unter ihrem langjährigen Außenminister und Präsidenten Urho Kekkonen, der die finnische Neutralität auf taktische Weise verstand. Wie kam es aus Ihrer Sicht zu diesem Wandel? Danke zunächst einmal, dass Sie mich hier eingeladen haben. Es ist ein wichtiges Thema und es ist großartig, dies mit Ihnen zu diskutieren. Um Ihre Frage zu beantworten, müsste man einen ziemlichen historischen Umweg machen, der bis in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zurückreicht. Wir wollen wahrscheinlich keinen Vortrag darüber, aber kurz gesagt denke ich, dass Neutralität in Bezug auf Identität nie wirklich als Teil der nationalen Identität in Finnland Wurzeln geschlagen hat. Es gibt eine Debatte innerhalb der akademischen Gemeinschaft darüber, ob es tatsächlich Teil der Identität war, aber es war mehr oder weniger, wie Sie sagten, Pascal, taktischer oder instrumenteller Natur. Es war eine ernsthafte Politik,
eine Art aspirierender Neutralismus während der Ära des Kalten Krieges, die sich deutlich von der schwedischen Version unterschied. Schweden hatte natürlich eine echte politische Neutralität mit starken Verteidigungskräften, um diese zu untermauern, und ein proaktiveres diplomatisches Profil, zum Beispiel in der nuklearen Abrüstung und anderen Bereichen. Finnland hatte ebenfalls ein aktives Profil, zum Beispiel bei der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa während der Ära von Urho Kekkonen. Es gab jedoch immer einen taktischen Aspekt, der darauf abzielte, die Sowjetunion davon abzuhalten, in die Innenpolitik Finnlands einzugreifen. Gleichzeitig behielt Finnland ein eigenes außenpolitisches Profil bei, das sich genug von dem Schwedens unterschied, um seinen eigenen Status zu erhöhen. Aber in den 1990er Jahren führte dies tatsächlich zu einem relativ unproblematischen Prozess des Beitritts zur Europäischen Union. Ab den frühen 2010er Jahren begann Finnland langsam und schrittweise, sich in westliche Verteidigungsstrukturen zu integrieren, nicht durch formelle NATO-Zusammenarbeit oder Allianzen. Es gab also diesen schrittweisen Prozess der militärischen Angleichung, ohne Teil einer Allianz zu sein. Darüber wurde in Finnland etwas debattiert, aber es war vor allem auf der Ebene der politischen Elite. Es war ein ziemlich reibungsloser Prozess. Mein Argument wäre, dass Finnland nur ein paar Jahre in den frühen 1990er Jahren wirklich neutral war. Aus dieser Perspektive war es keine große Überraschung, dass die Wende hin zu NATO geschah. Sie begann tatsächlich nach Dezember 2021, nachdem Putins Ultimaten, einige grundlegende Prinzipien der europäischen Sicherheitsordnung zu demontieren, zum Beispiel das Prinzip, dass Staaten ihre eigenen Sicherheitsvereinbarungen frei wählen können. Die ersten Meinungsumfragen in Finnland zur NATO-Mitgliedschaft zeigten eine signifikante Verschiebung der öffentlichen Meinung. There was a huge momentum in public opinion that shifted, and actually I think that the foreign policy leadership kind of actually followed. Eigentlich denke ich, dass die Führung der Außenpolitik teilweise der öffentlichen Meinung folgte. In Finnland wurden in den ersten Tagen nach Russlands illegaler Invasion in die Ukraine keine kategorischen Aussagen gemacht. Stattdessen gab es eine zurückhaltende Haltung mit dem Gefühl, dass wir abwarten mussten. Präsident Niinistö sagte, dass es keine Zeit für übereilte Entscheidungen gebe. Er betonte die Notwendigkeit einer öffentlichen Debatte und einer parlamentarischen Debatte, was Finnlands Tradition der konsensualen außenpolitischen Entscheidungsfindung widerspiegelt. Das Hauptargument hier ist, dass die öffentliche Meinung der Haupttreiber der Politik war. Tatsächlich folgte die politische Elite dem Wandel der öffentlichen Meinung. Noch ein Punkt. Es mag unter Wissenschaftlern keinen Konsens darüber geben, aber ich glaube, dass Finnland den Prozess anführte und Schweden später hinzukam. Dies ist die Erzählung in Finnland, dass es das erste Mal in der Geschichte war, dass Finnland die Führung übernahm und Schweden folgte. Dies führt zu einer interessanten Debatte über die historische Beziehung zwischen Finnland und Schweden. Traditionell wurde Schweden in der Außenpolitik und den internationalen Beziehungen als der ältere Bruder angesehen. Diesmal waren jedoch die Rollen vertauscht. Aber ich denke, das ist wichtig, weil wir auch über Skandinavien sprechen, das eine ausgeprägte skandinavische Identität hat. Historisch gesehen haben wir mehrere Versuche skandinavischer Länder, einschließlich Norwegen und Dänemark, gesehen, eine Sicherheits- und Verteidigungsstruktur zu organisieren. Aber das ist nicht passiert. Glauben Sie auch, dass Schweden einen ähnlichen Weg eingeschlagen hat? Zweitens ist die Frage der öffentlichen Meinung für mich wirklich wichtig. In der Schweiz oder Österreich, wenn man dasselbe tun wollte wie in Schweden und Finnland, müsste man einen schwierigen Prozess durchlaufen. Besonders in der Schweiz müsste man ein öffentliches Referendum abhalten, das eine tatsächliche Entscheidung des Volkes erfordert.
In Finnland und Schweden basierte es, soweit ich verstehe, auf Meinungsumfragen. Gab es tatsächlich eine glaubwürdige Mehrheit unter den Menschen, die diese Position unterstützte? Ja, ich denke, es gab Unterstützung und wachsende Unterstützung in den Meinungsumfragen. Ich stimme auch Tapio zu, dass Schweden größtenteils Finnland gefolgt ist. Die Tatsache, dass Finnland sich entschied, beizutreten, hat die Unterstützung wahrscheinlich ebenfalls erhöht. Was in Schweden sehr wichtig ist, dass Schwedens Nachkriegsumgang mit diesen Angelegenheiten nicht nur in Bezug auf die NATO, sondern auch auf die Europäische Union stattgefunden hat. Schwedens Neutralität konnte durch die EU-Mitgliedschaft frühzeitig nicht gefährdet werden. Es wurde sehr deutlich gemacht, dass der Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in den 1950er Jahren nicht auf der Tagesordnung stand. Und diese Haltung setzte sich fort. Mit Schwedens Mitgliedschaft in der EU war einer der Hauptpfeiler der Kampagne, Schweden beitreten zu lassen, die Neutralität abzubauen und sie weniger glaubwürdig zu machen. Dieser Kampf wurde in den frühen 1990er Jahren gewonnen. Mit dem Ende des Kalten Krieges integrierte sich Schweden in verschiedene militärische Rahmenwerke. Lange Zeit haben diejenigen in Schweden, die pro NATO sind, argumentiert, dass Schweden praktisch bereits Mitglied ist. Also, lassen Sie uns das letzte Hindernis überwinden und es formalisieren. Es gab nur sehr wenige gute Argumente dagegen. Ich denke, das hat auch die öffentliche Meinung erwärmt. Aufeinanderfolgende Regierungen Schwedens, ob sozialdemokratisch oder rechtsgerichtet, haben an verschiedenen NATO-Operationen teilgenommen. Sie waren zum Beispiel Teil der Libyen-Kampagne. Seit den frühen 90er Jahren, nach dem Kalten Krieg, haben diese Aktionen dazu beigetragen, die öffentliche Meinung zu formen, sodass eine NATO-Mitgliedschaft weniger dramatisch erscheint als während des Kalten Krieges und der 80er Jahre. Let's say during the Cold War and the 80s and so on. You know, and this next part goes. Weißt du, dieser nächste Teil geht wieder an Nasir. Was mit dem Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO passiert ist, widerspricht irgendwie dem akademischen Realismus. Der akademische Realismus würde vorschlagen, dass eine Bedrohung eine Gegenreaktion hervorruft. Dies würde jedoch implizieren, dass die Bedrohung durch Russland heute größer ist als die Bedrohung durch die Sowjetunion während des Kalten Krieges. Damals waren Finnland und Schweden neutral, und ich würde argumentieren, dass es eine viel größere bedrohliche Entität an der Grenze gab. In gewisser Weise widerspricht dies also dem Realismus. Andererseits widerspricht es auch dem Konstruktivismus, der argumentiert hätte, dass nach 200 Jahren Neutralität für Schweden die Idee und Norm der Neutralität tief in den Menschen verankert war. Auch das scheint sich sehr schnell geändert zu haben. Wir haben nicht viele Beispiele von Staaten, die ihre offizielle Neutralität aufgeben, um einem Bündnis beizutreten, ohne direkt angegriffen zu werden. Nasir, fallen dir andere Beispiele ein? Oder erinnert dich das an bestimmte historische Beispiele, die wir schon einmal gesehen haben? Ich denke, ich würde dem Widerspruch zustimmen, den der Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO in dieses akademische Argument bringt. Das akademische Argument besagte, dass Neutralität, insbesondere zur Zeit der Sowjetunion, eine Politik zur Vermeidung von Konflikten war. Es war eine Politik der Konfliktminderung und Vermeidung. Neutrale Länder glaubten, dass es besser sei, in der Mitte zu bleiben, um Konflikte zu vermeiden. Der Widerspruch besteht nun darin, dass Russland viel schwächer ist als die Sowjetunion. Der Beitritt zur NATO könnte langfristig ein viel wütenderes und stärkeres Russland schaffen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausdrücken würde oder nicht.
In den 90er Jahren gab es die Möglichkeit, dass das Festland Europas zu einer einheitlichen Europäischen Union wird. Daher denke ich, dass dieser Widerspruch es akademisch sehr schwierig machen wird, einige der Theorien später zu widerlegen. Die Anzahl der neutralen Länder ist so gering, dass selbst wenn zwei Große ihre Haltung ändern, es zu einer großen Debatte wird. Man kann nicht sagen, dass es keinen Einfluss auf die Neutralitätsdebatte hat, wenn es 100 Länder gibt und zwei sich schnell ändern. Aber was ich auch sagen würde, ist, dass es vielleicht einen historischen Trend gibt. In der Vergangenheit fanden die meisten großen internationalen Konflikte auf europäischem Boden statt. Deshalb bestand die Konfiguration des Friedensschlusses und der Bildung verschiedener Allianzen darin, dass einige Länder dazwischen lagen. Die gesamte Literatur über Neutralität ist sehr europäisch geprägt. In anderen Teilen der Welt gab es Versuche wie in Laos, Vietnam zu einem bestimmten Zeitpunkt und Afghanistan, aber sie haben nicht richtig funktioniert. Costa Rica ist ein anderes Beispiel. Sie haben ihr Militär vollständig aufgelöst. Aber das bedeutet nicht, dass die Neutralität irgendwie verschwinden wird. But it doesn't mean that neutrality is somehow going to disappear. And you know, my idea, my thinking was that since this is shifting. Meine Idee ist, dass wir, da sich das Epizentrum einiger Konflikte verlagert, überlegen müssen, wie Konflikte um die Ukraine und Georgien gelöst werden. Wir müssen abwarten und sehen. Ich denke, dass einige neutrale Länder entstehen werden. Wenn Schweden und Finnland nicht mehr neutral sind, könnten Länder wie Georgien, die Ukraine oder Moldawien neutral werden, wenn sie ihre Gebiete zurückgewinnen wollen. Die Neutralität könnte sich ein wenig nach Osten verlagern. Ich denke auch, dass Orte im Nahen Osten wie Jemen oder ein freier Staat Palästina zu neutralen Zonen werden könnten. Maybe even a free state of Palestine could be a neutral place, you know, things around Lebanon, and even in Afghanistan. Die Situation in Libanon und sogar in Afghanistan hat immer noch die Möglichkeit, neutral zu bleiben. Daher könnte sich die Neutralität auf andere Konfliktzonen verlagern. Ich denke, es gibt viel für akademische Theorien zu untersuchen, was die Entscheidungen in Schweden und Finnland betrifft. Wie Kollegen sagten, müssen die Natur dieser Entscheidungen und die Geschwindigkeit, mit der sie getroffen wurden, untersucht werden. Wenn diese Entscheidungen starke Wurzeln hatten, hätte es eine ordentliche Debatte geben sollen. Andererseits wissen wir vielleicht nicht alles. Wie Kollegen von Taipo erwähnten, war Neutralität in Finnland wahrscheinlich keine Identität, sondern nur eine Taktik. Es gibt noch viele Details zu entdecken. So I think this is, you know, there are a lot of details to come out. Mein Argument ist, dass die Neutralität sich aus Europa heraus und in die breitere Welt verlagert, besonders wenn wir die politischen Entwicklungen rund um Indien und das Verhalten Chinas im neuen globalen Kontext sowie in südamerikanischen Ländern betrachten. Aber für Finnland und Schweden verstehe ich es nicht. Schweden überlebte zwei Weltkriege und den Kalten Krieg mit seiner Neutralität. Und Finnland erging es während des Kalten Krieges mit dieser Politik sehr gut. Jetzt bedeutet die Entscheidung, der NATO beizutreten, dass Finnland und Schweden beide Frontstaaten sind. Verringert das nicht die Sicherheit eines Landes oder dessen Wahrnehmung von Sicherheit? Also Tapio, ist die Wahrnehmung der Sicherheit in Finnland jetzt, dass Finnland sicherer ist als zuvor? Oder gibt es die Wahrnehmung, dass ihr der nächste Frontstaat sein könntet? Was ist es? Nun, es gab einige öffentliche Kritikumfragen und Messungen zu den Wahrnehmungen der Öffentlichkeit und der Bürger. Ich glaube nicht, dass es diesbezüglich große Veränderungen gegeben hat. Kontrafaktisch würde ich behaupten, dass sich die Wahrnehmungen auch ohne NATO-Mitgliedschaft geändert hätten. Das Gefühl, dass Russland eine direkte Sicherheitsherausforderung oder Bedrohung darstellt, hätte sich ohnehin verstärkt. Tatsächlich, kontrafaktisch gedacht, wie wäre der Zustand, wenn wir über die Militarisierung der Region diskutieren? Nehmen wir an, Finnland hätte im Frühjahr 2022 beschlossen, einen Weg der Neutralität einzuschlagen. Basically, going into the track of neutrality.
Wouldn't that probably lead to kind of huge militarization? Hätte das nicht wahrscheinlich zu einer erheblichen nationalen Militarisierung, einem Verteidigungsaufbau und einer Verschiebung hin zu einer stärker militärisch ausgerichteten Gesellschaft geführt? Wahrscheinlich hätte es das. Wenn man sich einige der Debatten im Frühjahr 2022 in Finnland ansieht, sowohl im Parlament als auch in der Öffentlichkeit, war dies tatsächlich eines der zugrunde liegenden Argumente. Durch den Beitritt zur NATO glaubten einige Segmente, insbesondere auf der linken Seite, dass dies verhindern würde, dass die Gesellschaft übermäßig militarisiert wird. Allerdings hat Finnland, indem es ein Frontstaat geworden ist, eindeutig von einer Politik der regionalen Stabilität zu einer der Machtbalance gewechselt. Das ist ein enormer Schwung und eine bedeutende Verschiebung der Perspektive. Ich denke immer noch, dass es in Finnland viel zu tun gibt, zum Beispiel, was bedeutet die Ausweitung der nuklearen Abschreckung tatsächlich in der Region? Was die Bedrohungswahrnehmungen betrifft, so ist es klar, dass die Sowjetunion während des Kalten Krieges im Vergleich zur aktuellen Situation als große Bedrohung in Finnland wahrgenommen wurde. Sie war eine Art versteckter Feind. Politiker konnten die sowjetische Bedrohung nicht frei diskutieren. In der Folklore und im Verteidigungsestablishment wurde die Sowjetunion jedoch als offizielle Bedrohung anerkannt. Jetzt hat sich die Situation geändert, weil die Sowjetunion hauptsächlich diplomatischen und politischen Druck auf Finnland ausgeübt hat. Als Russland die Ukraine angriff, gab es die allgemeine Vorstellung, dass Russland nun bereit war, größere militärische Risiken einzugehen als die Sowjetunion während des Kalten Krieges. Dies basierte auf der Wahrnehmung, dass Russland nicht mehr so stark als globaler Akteur war wie zuvor. Es gab ein Gefühl eines Abschreckungsdefizits unter der finnischen Außenpolitik-Elite, das angegangen werden musste. Folglich entstand die Idee, einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft zu stellen. Und Peo, wie ist das für Schweden? Gibt es ähnliche Bedrohungswahrnehmungen? Ja, ich mache Screenshots von jeder Zeitungsüberschrift, die sich mit der russischen Bedrohung befasst. Ich kann jeden Tag mehrere bekommen. Ich habe eine riesige Sammlung von Screenshots. Sie reichen von Putins Strategien über geheime Manöver bis hin zum Krieg. Die Bedrohung wurde sehr schnell übertrieben. Es ist eigentlich ziemlich lächerlich, wie das gemacht wurde. Nichtsdestotrotz, wenn man jeden Tag Botschaften wiederholt, werden die meisten Menschen entsprechend reagieren. Hybride Kriegsführung ist auch zu einem Schlagwort geworden. Also diese Dinge sind wichtig. Was weniger wichtig oder kaum diskutiert wird, ist das separate Abkommen, das Schweden hat. Sie werden im Juni im schwedischen Parlament darüber abstimmen, aber es ist im Grunde schon beschlossene Sache. Dieses Verteidigungskooperationsabkommen, DCA, das Schweden mit den USA unterzeichnet hat, ist ein weiterer versteckter Aspekt der Debatte. Es ist ein radikales Abkommen. Die USA werden 17 Basen in Schweden erhalten, auf denen sie nach Belieben operieren können. Sie können diese Zahl auch erhöhen, wenn sie wollen. Laut diesem Abkommen können sie Zonen in Schweden schaffen, in denen schwedische Behörden nicht erlaubt sind. Das bedeutet, dass die amerikanische Souveränität sich praktisch überall auf schwedischem Boden etablieren kann, wo sie es wollen. Es geht bis ins kleinste Detail. And it's down to the nitty-gritty, so they make sure in the agreement that U.S. personnel. Sie haben also im Abkommen sichergestellt, dass US-Personal während ihres Aufenthalts in Schweden keine Mehrwertsteuer zahlt. Sie haben auch sichergestellt, dass die Nummernschilder an den Autos nicht anzeigen, dass sie Teil des US-Militärs sind. Es ist eine bizarre Art von Abkommen. Ein Journalist machte einen fantastischen Kommentar. Er ist einer der wenigen Menschen, die darüber debattiert haben. Er sagte, dass man, wenn man dieses Abkommen liest, ohne die beiden Länder zu kennen, denken würde, es sei nach einem Krieg unterzeichnet worden, nachdem ein Land das andere besiegt hat. Es ist im Grunde genommen eine solche Art von Text.
Die USA sind auch frei, jegliches Material, Kriegsmaterial, Waffen und so weiter zu importieren, wie sie wollen. War material, arms and so on that it wants. And Sweden has no right to check it. Schweden hat kein Recht, es zu überprüfen, einschließlich nuklearer Materialien. Es gibt keine Spezifikation, wie ich denke, dass sowohl Finnland als auch Norwegen haben. Sie können mich korrigieren, aber das ist, was ich gelesen habe. Schwedische Politiker sprechen gelegentlich das Thema Atomwaffen an. Die Regierung sagt einfach, es gibt nichts zu befürchten und dass es kein Problem sein wird. Diese Vereinbarung ist sehr krass. Sie zeigt auch die Gedankenlosigkeit auf schwedischer Seite. Sie spiegelt das schlechte Wissen und das schlechte diplomatische Korps wider, das wir jetzt haben. Früher hatten wir ein diplomatisches Korps, das der Stolz Schwedens war. Das war im Grunde auf der ganzen Welt so. Deshalb wurde Schweden als moralische Supermacht bezeichnet. Es war an jeder Friedensverhandlung beteiligt und versuchte, zwischen kriegführenden Staaten zu vermitteln. Schweden spielte auch eine bedeutende Rolle in den Friedens- und Abrüstungsbewegungen. Jetzt ist das völlig verschwunden. Davon ist kein Hauch mehr übrig. Zuerst bekommen wir diese NATO-Mitgliedschaft und dann dieses separate Abkommen mit den USA. Dies ist eine sehr deutliche Illustration der Nachlässigkeit, mit der Schweden mit seiner Souveränität umgeht. Es zeigt, wie Schweden zu einem Land geworden ist, in dem die USA frei herumlaufen und es für die Stationierung vieler Waffen und Materialien nutzen können. Wiederum macht dies nach der realistischen Theorie keinen Sinn, da es eine enorme Haftung für die schwedische Sicherheit schafft. Wenn diese Kräfte sich frei bewegen können, könnten sie Schweden in Konflikte hineinziehen. Das eine, was jedes Land vermeiden möchte, ist, das nächste Ukraine Europas zu werden. Man möchte nicht die Speerspitze sein, die in eine Großmachtrivalität gedrängt wird. Lassen Sie mich das an Tapio zurückgeben. Was ist die Vereinbarung auf dieser Ebene in Finnland? In Norwegen sagt unser Kollege Glenn Deason, dass die USA derzeit ihre Militärbasen ausbauen und die Arktis nun das nächste große Thema ist. Dies ist äußerst gefährlich und stellt eine Eskalation dar. This is extremely dangerous. This is escalation at work. Yeah, so basically Finland is also. Ja, also im Grunde genommen unterzeichnet Finnland auch das DCA-Abkommen. Ich muss sagen, dass ich kein Experte für die Details bin. Ich denke, Peo weiß wahrscheinlich besser Bescheid. Es gab hier in Finnland einige laufende Debatten darüber. Ich kann nicht sagen, dass es einen Konsens oder eine Einigung gibt, aber es gibt das Gefühl, dass bestimmte Empfindlichkeiten berücksichtigt werden müssen. Insbesondere in Bezug auf Russlands strategische Militärbasen auf der Kola-Halbinsel. Es würde wahrscheinlich keinen Sinn machen, selbst aus einer realistischen oder machtpolitischen Perspektive, wenn Finnland militärische Hardware-Installationen so nah an wichtigen strategischen Objekten zulassen würde. Dies ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der strategischen Stabilität zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Go back to maintaining strategic stability between Russia and the United States. Dies erinnert an ein Argument, das ich im Zusammenhang mit Neutralität im Kopf habe. Auch wenn Neutralität in Finnland nie als Identität Wurzeln geschlagen hat, könnten bestimmte praktische Verständnisse darüber, wie eine Politik der Neutralität ausgeübt werden kann, immer noch in der finnischen Außenpolitikkultur vorhanden sein. Es gibt ein Gefühl eines Sicherheitsdilemma-Bewusstseins in einigen Teilen der Gesellschaft. Die Tugend einer Art von Disengagement mag auf dem Papier nicht vereinbart sein, aber praktische vertrauensbildende Maßnahmen und so weiter werden immer noch in Betracht gezogen. Interessanterweise wurde im finnischen NATO-Debatte im Frühjahr 2022 oft auf das norwegische Modell verwiesen, anstatt auf das schwedische Modell. Das norwegische Modell beinhaltet, dass während Friedenszeiten keine Nuklearwaffeninstallationen auf seinem Boden erlaubt sind. Weapon installations during peacetime on its soil. There are certain
no-fly zones in the... Es gibt bestimmte Flugverbotszonen in den nördlichen Teilen Norwegens. Norwegen hat als NATO-Mitglied eine Tradition, die Außenbeziehungen zu Russland recht gut zu managen. Es hat auch ein starkes Profil im Bereich Friedensbildung und humanitäre Fragen. Interessanterweise übt Norwegen, obwohl es nicht neutral ist, bestimmte Politiken aus, die man typischerweise mit neutralen Staaten in Verbindung bringen würde. Diese Perspektive wird jedoch nicht im gesamten politischen Spektrum in Finnland geteilt. Dies sind die derzeit laufenden Diskussionspunkte. Wie Peo erwähnte, hat Finnland Gesetze, die die Einfuhr von Atomwaffen auf finnischen Boden verbieten. Ich glaube, Schweden und Norwegen haben solche Gesetze nicht. Tatsächlich denke ich, dass Litauen der einzige andere NATO-Mitgliedstaat mit solchen strengen gesetzlichen Einschränkungen ist. Legal limitations. But now the government right now is actually wanting to open up their legislation. Die derzeitige Regierung möchte ihre Gesetzgebung ändern, die Teil des Atomgesetzes ist, das auch die friedliche Nutzung der Kernenergie regelt. Es gibt eine Debatte darüber, aber es macht keinen strategischen Sinn, solche Waffensysteme so nah an wichtige strategische Standorte für Russland zu bringen. Man kann sehen, dass in diesen Diskussionen eine gewisse Art von Sicherheitsdilemma-Sensibilität verankert ist. Es geht nicht darum, die gesamte Hardware direkt an die Grenze zu bringen. Nicht einmal unter den konservativeren, nationalverteidigungsorientierten Segmenten des politischen Spektrums in Finnland. Segments of the political spectrum here in Finland, I would say. Nasir, what are your thoughts about this? Because we are now... Nasir, was denkst du darüber? Wir leben jetzt in einer Welt, in der einige neutrale Länder der NATO beitreten und einige NATO-Mitglieder sich neutraler verhalten als die neutralen Länder. Ich denke zum Beispiel an die Türkei, die die einzigen realistischen Friedensgespräche, die 2022 stattfanden, den Istanbul-Prozess, ausrichten konnte. Wie verstehst du die aktuelle Situation? How do you make sense of this situation at the moment? Ich denke, ein Punkt, den man berücksichtigen sollte, ist die Verschiebung in der globalen Neukonfiguration der Mächte von Nord nach Süd und von Ost nach West. China ist jetzt ein bedeutender Akteur, obwohl sie versuchen, eine Haltung beizubehalten, hauptsächlich eine Wirtschaftsmacht zu sein, im Gegensatz zur Sowjetunion in der Vergangenheit. Diese Verschiebung erklärt, warum Länder, die einst zwischen der Sowjetunion und dem westlichen Block, hauptsächlich den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich, gefangen waren, sich jetzt mehr mit China, Russland, Iran und anderen ausrichten, während der Rest Europas und die Vereinigten Staaten ihre Positionen beibehalten. Diese Perspektive hilft, die aktuelle geopolitische Landschaft zu verstehen. Bevor wir darauf eingehen, möchte ich etwas über den Widerspruch klären, den ich vorhin erwähnt habe. Zum Nutzen der Studierenden der internationalen Beziehungen, die dies hören, gibt es hier ein interessantes Argument. Sie haben es auch erwähnt. Aus sicherheitspolitischer Sicht wollen diese beiden Länder der NATO beitreten, weil Russland militärisch aggressiver ist. Dies ist Teil des Arguments, wenn man bedenkt, was Russland der Ukraine angetan hat. Die Auswirkungen des Angriffs auf die Ukraine wurden wahrscheinlich durch die Medien verstärkt, da wir jetzt eine 24/7-Berichterstattung haben. Jeder kann es in Finnland, Schweden und anderswo sehen. Russland ist militärisch aggressiver. Sie wollten internationale Grenzen ändern. Deshalb sind wir der NATO beigetreten. Aber das andere Argument ist, dass wir der NATO beitreten können, weil Russland schwach ist. Wenn sie stark gewesen wären, hätte es eine Abschreckung gegeben und wir wären nicht beigetreten. Der zweite Punkt betrifft die Einschränkung der russischen Aggression oder ihrer irredentistischen Politik der Rückkehr zu den Grenzen der Sowjetunion. Ein Land, das wirklich den Schutz der NATO brauchte, war die Ukraine. Wenn das Ziel war, die russische Aggression zu stoppen, brauchte die Ukraine die NATO. Russian aggression, NATO would have need, you know, Ukraine needed NATO.
Aber im Fall von Schweden und bis zu einem gewissen Grad auch Finnland scheint es, dass die NATO Schweden und Finnland mehr braucht als Schweden und Finnland die NATO. Das ist mein anderer Gedanke. Und der letzte Punkt ist, dass die Ukraine strategisch sehr wichtig war, bis sie die Krim verloren haben. Hätte die Ukraine die Krim behalten, wäre es ein Ort von erheblichem Wert gewesen, den die NATO um jeden Preis verteidigen müsste. Als die Krim verloren ging, wurde der Rest der Ukraine im Falle einer Konfrontation viel weiter vom Kern Russlands entfernt. Aber Finnland ist es nicht. Es liegt direkt auf der anderen Seite von St. Petersburg. Also ich setze nur all diese Dinge zusammen. Vielleicht lasse ich Pio darauf reagieren und auch eine Frage an Pio stellen. Glaubst du, dass es in Schweden eine Art Überkompensation dafür gibt, dass es so lange nicht Teil der NATO war? Ich habe neulich mit Balázs Orbán, dem politischen Berater von Ungarns Viktor Orbán, gesprochen. Und er sagte, wenn die NATO tatsächlich Truppen in der Ukraine stationieren wollte, würde Ungarn sich davon ausnehmen wollen. Was denkst du, würde Schweden tun, wenn diese Diskussion weiterginge? Könnten Sie wiederholen, was Sie über Ungarn gesagt haben? Der politische Direktor Ungarns, Balázs Orbán, sagte, dass Ungarn nicht teilnehmen würde, wenn die NATO-Bodentruppen in der Ukraine einsetzen wollte, sei es an der Front oder in Unterstützungsrollen. Ungarn würde an der kollektiven Verteidigung des NATO-Gebiets teilnehmen, aber nicht an Operationen außerhalb des Gebiets. Die Ukraine wird eindeutig als außerhalb des Gebiets betrachtet. Wie sieht die Diskussion in Schweden aus? Und glauben Sie, dass es im Moment eine Art Überkompensation gibt? Ja, es ist gut, dass du das ansprichst. Denn in Schweden ist dies weitgehend eine innenpolitische Angelegenheit. Es gab eine lange Bewegung, Schweden zu einem normalen europäischen Land zu machen, angetrieben von der Rechten. Die Sozialdemokraten haben in den 90er Jahren irgendwie aufgegeben. Davor war es ein großer Streitpunkt zwischen der Rechten und der Linken. Die Rechte warf den Sozialdemokraten und der Linken immer vor, zu nett zur Sowjetunion zu sein und eine linke Voreingenommenheit zu haben. Die Europäische Union war der erste Schritt, um diese besondere schwedische Außenpolitik und Herangehensweise abzubauen. Ich denke, die NATO ist auch zu einem Thema geworden, das Schweden bis zur Unkenntlichkeit verändert und die Vergangenheit auslöscht. Während des Kalten Krieges war Schweden kein Lakai der Sowjetunion. Tatsächlich hatte es eine geheime Vereinbarung mit den USA für Unterstützung im Falle eines sowjetischen Angriffs. Dies wird nun verwendet, um zu argumentieren, dass Schwedens Neutralität zynisch war. Die Leute sagen, warum braucht man Neutralität, wenn wir bereits im westlichen Lager waren? Aber das ist ein Missverständnis. Schwedens Ansatz war pragmatisch. Es ging darum, sich in einer komplexen Landschaft zu manövrieren und zu navigieren. How can we maneuver and navigate in this landscape? So Swedish so-called active foreign policy. Schwedens sogenannte aktive Außenpolitik war nicht zynisch im Sinne von bloßer Schau. Im Gegenteil, Schweden nutzte alle verfügbaren Mittel. Es war einer der schärfsten Kritiker der USA während des Vietnamkriegs. Bis heute hat kein anderer westlicher Führer Kuba besucht, aber Schweden tat es. Palme besuchte Nicaragua mit den Sandinisten. Schweden tat viele umstrittene Dinge, wie Arafat in den 70er Jahren einzuladen. Die Reaktion der Rechten in Schweden war damals heftig. Sie waren besorgt und wütend. Diese inländische Seite Schwedens ist außerhalb des Landes wenig bekannt. Sie symbolisiert das Ende des sozialdemokratischen Projekts einer aktiven Außenpolitik. Ja. Und wenn Sie sagen, es war sehr umstritten, dann wäre es innerhalb des westlichen Lagers umstritten, richtig? Nicht im Rest der Welt. Es gibt diese sehr europäische Sichtweise, die Welt als Europa plus Nordamerika zu betrachten. The Europe plus North America. And that's what I mean. I mean, Sweden
Und das ist, was ich meine. Es ist sehr schwer für kleine Staaten. Die ausländische Diskussion verpasst oft viele Nuancen. Zum Beispiel, als Schweden 2022 am NATO-Gipfel teilnahm, war Biden dort und der schwedische Premierminister war dort. Joe Biden sagte fälschlicherweise, er sei froh, dass die Schweiz der NATO beitritt. Das lag nicht an Demenz. Es ist einfach ein typischer amerikanischer Fehler. Dann ging Blinken dieses Jahr nach Paris. Das Außenministerium schickte eine Europakarte, auf der Schweden die Schweiz ersetzt hatte. Der Witz war, dass Schweden nach Mitteleuropa gezogen war. Dies zeigt, wie schwierig es für jemanden außerhalb des nationalen historischen Kontexts eines Landes wie Schweden oder Finnland ist, die NATO vollständig zu verstehen. Anything about such a thing as NATO, you know, or... Aber bis zu einem gewissen Grad gibt es eine epistemische Gemeinschaft und Ideologie im Spiel. Wir sind alle im selben Lager und wollen vereint sein. Eine ähnliche Diskussion findet vielleicht in der Schweiz statt, wo sich die Menschen fast entschuldigen, weil sie nicht so viel wie andere zur richtigen Seite der Geschichte beitragen. Diese Menschen sehen sich als notwendig an, zusammenzuhalten. Es ist interessant. Gibt es eine ideologische Bewegung, die Europa derzeit erlebt? Nun, ich bin mir nicht sicher, ob es eine ideologische Bewegung geben könnte. Natürlich gibt es bestimmte ideologische Strömungen und einige vorherrschende Diskurse, zusammen mit gewissen moralischen Zwängen. Aber es gibt auch viele Debatten und Unterschiede. Die NATO ist kein Monolith. Zum Beispiel, wie Sie erwähnt haben, ist Ungarn ein Land, das eher mitmacht, als signifikant beizutragen. Dann gibt es idiosynkratische Länder mit einzigartigen Geschichten, wie Finnland. In Finnland betont der Diskurs über Sicherheit immer noch die Bedeutung der nationalen Bereitschaft. Gleichzeitig gibt es das Bewusstsein, dass sie an der politischen, militärischen und moralischen Lastenteilung teilnehmen müssen. In burden sharing, political, military, and moral in nature, what that is, and so on. And it's more like, I don't know, but ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, die Solidarität mit der Ukraine ist bedeutend. Ich bin mir nicht sicher, ob es der Haupttreiber der Diskussion ist, aber es gibt eine starke Solidarität. Es hat eine bedeutende Veränderung in Deutschland gegeben, zum Beispiel. Wenn es um ideologische Strömungen hinter der Politik geht, besteht die Gefahr, dass die öffentliche Debatte einseitig wird. Dies ist etwas, das man teilweise in Finnland sehen kann. Vor Dezember 2021 und Februar 2022 gab es in Finnland eine laufende Debatte über die NATO. Die allgemeine Stimmung war, dass die NATO nicht notwendig sei, weil die Dinge ziemlich in Ordnung waren. We don't need NATO because things are quite okay. They're still kind of freedom of maneuver. Es gibt immer noch eine Art von Bewegungsfreiheit. Wir können regional eine Stabilisierungspolitik ausüben. Wir haben immer noch einen offenen Dialog mit Russland, etwas, das der Präsident von Finnland sogar noch im Dezember 2021 zu etablieren versuchte. Es ist wirklich interessant, seinen Gesichtsausdruck zu sehen, als er nach den Forderungen Putin anrief. Es war tatsächlich niemand physisch anwesend, er hörte nur einen Monolog von Putin, einen historischen Monolog über vergangene Ereignisse. Früher gab es Dialog, Diskussion und eine Art gegenseitiges Verständnis, dass nationale Interessen im Spiel sind und wir einander zuhören müssen. National interests at play and we need to listen to each other, but the minister said that there was actually nobody there to discuss with. Aber der Minister sagte, dass tatsächlich niemand da war, mit dem man diskutieren konnte. Physisch war jemand da, aber geistig waren sie nicht anwesend. Nils rief auch Putin an, um ihm mitzuteilen, dass Finnland im Frühjahr 2022 beschlossen hatte, die NATO-Mitgliedschaft zu beantragen. Überraschenderweise war es eine entspanntere Diskussion, ziemlich paradox. Vor der Entscheidung über die NATO-Mitgliedschaft wurde die gesamte Debatte darüber, ob wir beitreten sollten oder nicht, irgendwie unterdrückt. Die Nationale Koalitionspartei, die Nationalkonservativen in Finnland, waren seit einigen Jahren für die NATO-Mitgliedschaft, aber die Debatte wurde irgendwie unterdrückt. Jetzt ist die ganze Situation auf den Kopf gestellt.
kritische Diskussionen über die NATO, die in einer demokratischen Gesellschaft unerlässlich sind, und darüber, was das DCA bedeutet, werden irgendwie unterdrückt. Wir bewegen uns von einer Alternative zur anderen. Dies könnte auch zu dem Problem des historischen Revisionismus oder der Erinnerungspolitik führen. Ich habe aus Peos früherer Diskussion interpretiert, dass es das Gefühl gibt, dass die gesamte Geschichte der Neutralität sowohl in Finnland als auch in Schweden nun überprüft wird. Both in Finland and Sweden is somehow under review. Ich denke, dass es in Schweden zum Beispiel einige Stimmen gegeben hat, die sagen, dass Schweden während des Kalten Krieges nicht wirklich neutral war. Es gab versteckte Sicherheitsgarantien von den Vereinigten Staaten, möglicherweise sogar den nuklearen Schutzschirm. Diese Art von Diskussion ist oft sehr politisiert und es fehlt an Nuancen. Solche revisionistischen historischen Neuinterpretationen der Vergangenheit können ziemlich gefährlich sein, weil sie viele Nuancen übersehen. Wir haben eine offizielle Geschichtsschreibung, die respektiert werden sollte. Ich sehe eine ähnliche Art von Diskussion in Finnland. Vielleicht eine dritte Welle oder Wiederbelebung der Finnlandisierung-Debatte. Wir waren in den 1990er Jahren und frühen 2000er Jahren vollständig finnlandisiert mit Russland. Die Idee, einen offenen Dialog zu führen, hielt an, selbst wenn sich die Situation nach Georgien 2008 und 2014 verschlechterte. Dies ist ein Merkmal der Finnlandisierung. Es gab eine gewisse Naivität in Bezug auf geoökonomische Faktoren und die Zusammenarbeit in der Energiesicherheit mit Russland. Ja, das muss öffentlich diskutiert werden. Allerdings die gesamte Ära als eine weitere Welle der Finnlandisierung zu rahmen, weist auf bestimmte ideologische Strömungen hin. Weißt du, die Darstellung ist wichtig. Es ist wichtig, wie wir über Dinge nachdenken. Einer der Gründe, warum ich Finnland als Beispiel für erfolgreiche Neutralität während des Kalten Krieges bewundere, ist, dass Finnland an seinen Prinzipien festhielt. Finnlandisierung ist ein Begriff, der von westlichen Gelehrten und Politikern geprägt wurde, um Finnland dafür zu kritisieren, dass es nicht im westlichen Lager war. Die Sowjetunion akzeptierte die finnische Neutralität nie wirklich. Erst Gorbatschow begann schließlich anzuerkennen, dass Finnland neutral war. Es waren Urho Kekkonen und die Finnen selbst, die darauf bestanden. Nein, wir sind neutral. Jeder wird versuchen, dir seine Ansichten aufzuzwingen, auch wenn du sie nicht akzeptierst. Diese Haltung ermöglichte es Finnland, nicht Teil des Warschauer Pakts zu sein und gleichzeitig eine gute wirtschaftliche Beziehung zum Westen aufrechtzuerhalten. Die Frage für Neutrale und den Neutralismus in der Welt dreht sich immer um Alternativen. Zurzeit sind die einzigen Länder, die Alternativen zu neutralistischen oder unabhängigen Politiken verfolgen, die NATO-Länder. Es gibt keinen Warschauer Pakt. Die Chinesen und die Russen sind nicht in einem Bündnisvertrag, trotz der Darstellung des Westens. Es gibt keine anderen bedeutenden militärischen Bündnisabkommen, außer einigen Überresten wie dem chinesisch-nordkoreanischen Vertrag. Derzeit ist der einzige große Akteur in Bündnisverträgen die NATO. Wie interpretieren Sie das? Glauben Sie, dass wir in der Zukunft einen zweiten Warschauer Pakt sehen könnten? BRICS ist das eindeutig nicht. BRICS wird niemals ein Militärbündnis sein. BRICS will not be a military alliance ever. Nein, sicherlich nicht. Im Falle der Neutralität wird die Zukunft wahrscheinlich nicht genau der Vergangenheit ähneln. Die Idee der Neutralität war oft sehr regional. Zum Beispiel wollten die Malier während des Peloponnesischen Krieges neutral bleiben. Das war eine Angelegenheit, die Griechenland und seine Inseln betraf. Die beiden Ideen, die wir besprochen haben und die in Büchern über den neuen Kalten Krieg behandelt werden, deuten darauf hin, dass sich die Grenzen von denen des alten Kalten Krieges verschieben könnten. Länder an diesen Bruchlinien, wie Huntington sie beschrieb, könnten gezwungen sein, neutral zu bleiben oder bereit sein, neutral zu bleiben.
or will be poised to stay neutral. Like for example, when I'm talking about Afghanistan, Afghanistan is probably no. Zum Beispiel, wenn man über Afghanistan spricht, geschieht dies nicht mehr im Kontext von Russland oder British Indien, die das Land ursprünglich als Pufferzone formten. Später wurde Afghanistan neutral. Für 50 Jahre blieb es neutral. Während dieser Zeit herrschte eine Ära des Friedens und es gab eine gewisse Zusammenarbeit zwischen den Amerikanern und den Sowjets. Die Amerikaner arbeiteten im Süden Afghanistans, während die Sowjets im Norden arbeiteten. Es wurde Infrastruktur gebaut, einschließlich einer bedeutenden Straße im Westen Afghanistans. Diese Straße hatte eine Kreuzung, an der der südliche Teil von amerikanischen Ingenieuren und der nördliche Teil von den Russen gebaut wurde. Die beiden Gruppen trafen sich an dieser Kreuzung und schüttelten sich die Hände. The two ambassadors or the two dignitaries met somewhere and they shook hands. And this was, you know, a crossroad where the two roads got together. Und dies war eine Kreuzung, an der die beiden Straßen in Afghanistan zusammenkamen. Ich denke, es gibt eine gewisse Nostalgie, dass Neutralität eine gewisse Zusammenarbeit brachte. Afghanistan war militärisch neutral, aber es gab die Möglichkeit, dass die beiden Seiten miteinander kooperieren. Ein Kontext ist der neue Kalte Krieg und der andere ist der Kontext der regionalen Mächte. Wenn wir glauben, dass wir außerhalb der Ära der Supermächte und der Teilung der Welt in zwei Lager sind, dann hat jeder Teil der Welt mehrere regionale Mächte. Wenn man sich diese Region und den Ansatz der Mächte ansieht, gibt es immer noch Länder, die zwischen verschiedenen regionalen Mächten eingeklemmt sind. Zum Beispiel liegt Nepal zwischen Indien und China. Jetzt sehen wir Sri Lanka in einer ähnlichen Situation. Afghanistan erlebt derzeit auch viele Konfrontationen, an denen Indien und Pakistan beteiligt sind. Dies ist eine neue Art der Umgestaltung. Wenn man sich ansieht, was der Iran mit China und Indien macht, wird es klar. Daher denke ich, dass die Neutralität bestehen bleibt, weil sie ein Instrument der Außenpolitik ist. Neutralität ist ein Instrument, das zwischen Krieg und Frieden existiert. Ist es ein vorübergehendes Phänomen? Ich denke, Schweden und Finnland sind Beispiele dafür. An manchen Orten könnte Neutralität vorübergehend sein. Die Idee der Neutralität als Identität wird jetzt in Frage gestellt. Wenn Neutralität ein Instrument ist, kann sie als militärisches Patt gesehen werden, das sich in ein politisches Patt verwandelt. Wenn das eine Definition von Neutralität ist, dann gibt es neue Kandidaten für Neutralität, besonders im Osten. Aber was ist mit Neutralität als Instrument einer aktiven Außenpolitik zur Friedensbildung, wie Pio sagte? As an instrument of an active foreign policy for peace building. What is the impact of this on democracy? Was ist die Auswirkung davon auf die Demokratie? Zum Beispiel ist das Argument im Fall von Schweden sehr wichtig. Was ist die Auswirkung des NATO-Beitritts Schwedens in Bezug auf Schwedens Rolle als Vorreiter bei der Förderung der Demokratie? Dies ist wahrscheinlich etwas, das untersucht werden muss. Die Türkei hat Schweden gedrängt und gesagt, dass Schweden nicht genug gegen den Terrorismus unternimmt. Wer ist also in diesem Fall der Terrorist? Was ist die Auswirkung davon, dass Schweden diesen Forderungen nachkommen muss? Wie beeinflusst dies Schwedens Rolle bei der Förderung von Demokratie und Friedensbildung? Was sind die Gewinne und Verluste? Am Ende des Tages, wer verliert dabei? Die Länder, die danach streben, demokratisch zu werden, oder die Idee, dass sich die Demokratie auf andere Teile der Welt ausbreitet, insbesondere auf kleinere Länder, bedeutet, dass wir immer weniger Diktaturen sehen werden. Kleinere Länder werden oft in die Enge getrieben und haben das Gefühl, dass sie nicht verteidigt werden. Demokratie hat keinen Preis. Afghanistan ist ein gutes Beispiel. Obwohl es eine andere Debatte ist, wurde die Invasion Afghanistans in den letzten 20 Jahren als ein Kampf um die Demokratie dargestellt. Trotz der Komplexitäten strebte Afghanistan danach, in einer sehr territorialen Region demokratisch zu sein. Das ist etwas, das man berücksichtigen sollte. Aber jetzt sind sogar die Afghanen, Iraner und andere dazu gedrängt zu denken, dass Demokratie eine zweitrangige Sache ist. Sie müssen mit der Mentalität der Taliban leben, mit den Chinesen, die die Taliban unterstützen.
Die reale Politik legt nahe, dass die Region es nicht wert ist, verteidigt zu werden. Obwohl das schwedische Komitee viele Jahre in Afghanistan war, kamen die Taliban und demontierten es. Sie sagten ihnen im Wesentlichen, sie sollten ihre Sachen packen und gehen. Das schwedische Komitee war seit den 1980er Jahren ein wichtiger Beitrag, der den Kapazitätsaufbau in den Gesundheits- und Bildungssystemen unterstützte. The health system, the education system is just, you know, gone. I'm not saying that this is because they joined NATO. Es ist einfach weg. Ich sage nicht, dass dies daran liegt, dass sie der NATO beigetreten sind, sondern weil wir einer Organisation wie den Taliban mit Unterstützung der Chinesen und etwas Hilfe aus dem Iran und Russland erlaubt haben, diesen Teil der Welt zu übernehmen. Der Einfluss auf die Demokratie ist enorm. Es stellt die Frage, wie die Menschen wirklich glauben werden, dass westliche Länder positive Veränderungen in den Rest der Welt bringen können. Das wird Auswirkungen haben. Aber ich denke, so ist die Welt der Realpolitik. Als Anhänger der Neutralität denke ich, dass es sich verschiebt. Es gibt neue Bereiche, die Neutralität benötigen werden. Es wird wahrscheinlich anders sein als in der Vergangenheit, aber es ist ein interessantes Thema zu beobachten. Und für Skandinavien, ich meine, und Tapio, aber zuerst Peo. Was denkst du, wird die Auswirkung sein, jetzt Teil des Blocks zu sein und Teil der Militarisierung durch den Beitritt zur NATO zu sein? Gathering members in NATO. That's a good question. I think we will. Das ist eine gute Frage. Ich denke, wir werden im Wesentlichen weiterhin alle einzigartigen Aspekte der schwedischen Außenpolitik abbauen und mehr wie ein US-Außenposten in der europäischen Geopolitik werden. Zum Beispiel wurde die Sprengung von Nord Stream 2, die wohl der größte Terroranschlag auf schwedischem Territorium überhaupt war, in Schweden überhaupt nicht diskutiert. Wir haben sogar beschlossen, die rechtlichen Ermittlungen einzustellen. Diese Handlungen zeigen deutlich, wohin wir steuern. Das DCA ist ein perfektes Spiegelbild dessen, was die aktuelle schwedische Regierung von Schwedens Rolle in der Welt hält. Wenn wir über Neutralität sprechen, diskutieren wir wirklich die Frage der kleinen Staaten. Is that we are talking about the issue of small states. And that's also a tragedy in the Swedish case, because yes, you have. Und das ist auch eine Tragödie im schwedischen Fall, weil ja, viele kleine Länder denken mögen, sie hätten keine Wahl. Manchmal ist das der Fall, aber im schwedischen Fall hatten wir eine Wahl. Wir mussten nicht tun, was wir getan haben. Und das ist eine Tragödie. Es ist auch symptomatisch für eine ahnungslose Regierung. Die alte Garde der Diplomatie, das diplomatische Korps in Schweden und der große Wissensaufbau, den Schweden über all die Jahre der aktiven Teilnahme an der UNO und als aktive Stimme in der Welt angesammelt hat, nicht zuletzt das Wissen über Afghanistan, verdampft einfach. In diesem Verdunstungsprozess passt es perfekt zu dem, was wir gerade tun. Wenn ich noch eine Sache hinzufügen darf, die ich für wichtig halte, ist es die Europäische Union und die Frage des nationalen Vetos in der Außenpolitik. Dies ist entscheidend, um in die Diskussion einbezogen zu werden, da es die Dynamik zwischen kleinen und großen Staaten innerhalb der EU hervorhebt. Die Vorstellung, dass alle in der Union gleich sind, ist nicht zutreffend. Macron, von der Leyen und andere sagen, wenn sie über das außenpolitische Veto sprechen, dass es anachronistisch sei, dass es eine Institution aus einer anderen Zeit sei und nicht mehr relevant. Wenn ich das höre, verstehe ich, dass sie den Wilsonschen Moment und die Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs betrauern, als Landimperien in Europa besiegt wurden und neue Staaten entstanden. Ich denke, was sie unbewusst betrauern, ist die verpasste Gelegenheit, eine zentrale Macht in Europa zu haben. Man hört dieses Gefühl in ihren Aussagen über das Veto, das lächerlich sei und so weiter. That there should, this veto is ridiculous and so on. And you also hear that from intellectuals, think tanks and so on. Man hört das auch von Intellektuellen, Denkfabriken und so weiter, die sagen, dass es keine andere Option gibt.
Entweder Europa zerfällt, verschwindet, wird zerstört oder es zentralisiert die Außen- und Sicherheitspolitik. Ich denke, das geht zu weit, aber es ist auch eine Vorwegnahme einer potenziellen neuen Trump-Präsidentschaft. Was wird mit Europa passieren, wenn Trump zurückkehren könnte? Es gibt alle möglichen Spekulationen. Aber ich denke, dieses Argument, dass Europa seine Angelegenheiten in Ordnung bringen muss, kommt von denen, die glauben, dass kleine Mächte und kleine Länder verschwinden müssen. Sie denken, dass diese Länder im europäischen Projekt keine Stimme mehr haben sollten. They just cannot be allowed to have a voice in this European project anymore. The sad thing about this is that historic. Das Traurige daran ist, dass Europa sich historisch gesehen immer selbst zerstört, wenn man versucht, es unter einer einzigen Ideologie zu vereinen. Und dann explodiert das Ganze. Ich weiß, dass die Europäer sich gerne mit Nordamerikanern vergleichen. Sogar die Idee von Europa war wie die Vereinigten Staaten von Europa, richtig? Aber die Nordamerikaner haben es geschafft, zumindest die Amerikaner, ihren Teil durch Völkermord zu vereinen. Wirklich, wirklich schrecklicher Völkermord. Wie auch immer, es ist völlig anders. Kehren wir nach Skandinavien zurück. Tapio, wohin siehst du Finnland und Skandinavien sich bewegen? Nun, es ist ein historischer Moment in dem Sinne, dass dies das erste Mal seit Jahrhunderten ist, dass alle nordischen Länder in einem politischen Bündnis vereint sind. Norwegen ist kein Mitglied der Europäischen Union und Dänemark hat Vorbehalte gegenüber der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Aber jetzt sind alle nordischen Nationen Teil der NATO. Das ist historisch. Dies führt nicht unbedingt zu einem einheitlichen nordischen NATO-Block, aber es könnte zu mehr Zusammenarbeit innerhalb der NATO führen. Strategisch gesehen wird die Nordflanke der NATO wahrscheinlich in internen Diskussionen mehr Aufmerksamkeit erhalten. Es besteht die Möglichkeit, eine Art nordische NATO-Politik zu formulieren. Ob das die Debatte innerhalb der NATO tatsächlich pluralisieren wird, ist eine offene Frage. Aber es gibt eine Möglichkeit. Was Finnland betrifft, so kann man bereits sehen, dass sich in seiner allgemeinen Außen- und Sicherheitspolitik nicht viel ändert. Finnland war bereits so militärisch ausgerichtet wie möglich, ohne formelles Mitglied einer Militärallianz zu sein. In diesem Sinne war es ein inkrementeller Schritt. Aber es gibt auch bedeutende Veränderungen. Eine der wichtigsten Veränderungen betrifft die Russlandpolitik Finnlands. Traditionell waren die Beziehungen zu Russland ein zentraler Bestandteil der außenpolitischen Agenda des Präsidenten in Finnland. Im Moment haben wir überhaupt keine Politik gegenüber Russland. Es gibt keine offiziellen staatlichen Beziehungen zu Russland. Es mag einige diplomatische Kontakte geben, aber als Teil der Außenpolitik haben wir keine Russlandpolitik. Was dieses Vakuum füllen wird, ist noch eine offene Frage. In der Zukunft könnte es schnelle Veränderungen im Sicherheitsumfeld geben. Zum Beispiel hätte 1983 wahrscheinlich niemand gedacht, dass Gorbatschow und Reagan innerhalb von 3 Jahren in Genf und dann in Reykjavik über die Abschaffung aller Atomwaffen diskutieren würden. Also alles kann sich ändern. Und dann könnten wir plötzlich auf eine Tradition zurückgreifen, um einen dialogischeren Ansatz in den Beziehungen zu Russland wiederzubeleben. Rüstungskontrolle und Abrüstung sind Beispiele, bei denen Finnland ein aktives Profil hat. Es könnte einige geringfügige Änderungen geben, aber nichts Wesentliches. Finnland war in Bezug auf nukleare Abrüstungsfragen vielleicht pragmatischer als Schweden. Zum Beispiel nahm Finnland nicht an der Verhandlungsphase des TBNV, des Atomwaffenverbotsvertrags, teil, während Schweden dies tat. Finnland war etwas zurückhaltender und pragmatischer, orientiert daran, den Status quo der Großmächte aufrechtzuerhalten, sogar schon vorher. Daher könnte es dort nicht viel Veränderung geben. Wenn es um die allgemeine Verteidigungs- und Sicherheitspolitik geht,
ist Finnland eines der wenigen europäischen Länder, das auch in der Zeit nach dem Kalten Krieg eine wehrpflichtbasierte Armee beibehalten hat. Es gibt eine kontinuierliche Betonung der nationalen Bereitschaft und Verteidigung. Dies beinhaltet das Gleichgewicht zwischen nationaler Verteidigung und der Aufrechterhaltung offener, dialogischer Kanäle sowie einer Politik der regionalen Stabilität. In Bezug auf die Verteidigungspolitik gibt es keine wesentlichen Änderungen, außer der Einbeziehung von DCA-Vereinbarungen und einem internationaleren Aspekt der Bereitschaft. In der Außenpolitik gibt es jedoch einige praktische Änderungen. Wir haben über eine Stunde und 15 Minuten gesprochen. Wir müssen zum Schluss kommen. Ich möchte jedem von Ihnen die Gelegenheit geben, noch einen Punkt hinzuzufügen, den Sie ansprechen möchten, jeweils eine Minute. Wir beginnen mit Nasir, dann Peo und schließlich Tapio. Nun, vielen Dank. Ich denke, ich habe viel aus dieser Diskussion gewonnen, da wir aus verschiedenen Teilen der Welt kommen und über Neutralität auf unterschiedliche Weise nachdenken. Sogar einige Fragen, die ich hatte, sind jetzt gelöst oder klar. Aber dennoch denke ich, dass das Phänomen der Neutralität bleiben wird. Es wird sich auf verschiedene Teile der Welt verlagern. Die Auswirkungen dieser beiden Fälle werden bedeutende Fallstudien für viele Akademiker und politische Entscheidungsträger sein, die diese Fälle von Neutralität pragmatisch und praktisch betrachten. Persönlich, aus einem anderen Teil der Welt kommend, bin ich nicht sehr überzeugt. Wie ich von Kollegen höre, gab es nicht viel Debatte darüber, was zu tun ist. Der Moment ist gekommen. Vielleicht werden einige Leute bereit sein, wie bei vielen anderen politischen Themen, wie dem Brexit im Vereinigten Königreich. Politiken entwickeln sich oft im Hintergrund. Wenn der Moment reif ist, treten sie in den Vordergrund und verschwinden dann wieder. Es hat Vorrang und nach einiger Zeit werden wir wissen, ob es eine richtige Politik war oder nicht. Ich glaube immer noch, dass die NATO Schweden und Finnland mehr braucht als Schweden und Finnland die NATO, besonders mit dem, was sie ein Status of Forces Agreement. Dies ist sehr einschränkend und wird wahrscheinlich Debatten auslösen, ähnlich wie in Japan in Bezug auf amerikanische Aktivitäten dort. Angesichts der aktuellen globalen Situation gibt es nicht viel Debatte über große Fälle wie diesen, weil der Konflikt und die Krise so verschärft sind. Die Neutralität Schwedens und Finnlands wird enden und sie werden der NATO beitreten. Dies wird als neue Entwicklung angesehen werden. Und dann werden wir zum nächsten Konflikt übergehen. Danke. Ja, es war eine großartige Diskussion. Ich bin sehr froh, daran teilzunehmen. Ich denke, Tapios Punkt darüber, wie sich Dinge ändern können, sollte immer in unseren Köpfen bleiben. Deshalb habe ich in diesem Zusammenhang die EU erwähnt und das Potenzial der EU, ein Ersatz für ein dysfunktionales NATO zu werden, insbesondere während einer Trump-Präsidentschaft. Die Lehre daraus ist, dass wenn Länder und ihre Regierungen nicht bereit sind, schnelle Veränderungen äußerst gefährlich sein können. Schwedens NATO-Mitgliedschaft spiegelt dieses Fehlen von Vorbereitung und Klarheit über schwedische Interessen wider. Sort of what are the Swedish interests here? What should be our policy? Was sollte unsere Politik sein? Das hängt mit dem zusammen, was ich über die Wahlmöglichkeiten der Länder gesagt habe. Sie sollten wirklich gründlich über diese Entscheidungen nachdenken und sich nicht einfach den großen Mächten anschließen, in der Annahme, dass sie sicher sind. Wir haben die Lektionen immer wieder nicht gelernt. Länder schließen sich einer Großmacht oder Organisation an und denken, ihre Probleme würden verschwinden. Das ist wie das Auslagern der eigenen Außenpolitik, was sehr gefährlich sein kann. Einige Leute betrachten die Europäische Union immer noch als sicheren Hafen. Nun, das ist sie nicht und die NATO auch nicht. Well, it's not, and neither is NATO. We saw what happened to the Eurozone crisis, that people. Wir haben gesehen, was während der Eurokrise passiert ist.
Länder traten der Eurozone bei, um die Sicherheit zu erhöhen, aber tatsächlich machte es sie verwundbarer. Das sollten wir auch bei der NATO berücksichtigen. Schweden glaubt, dass der Beitritt zur NATO bedeutet, dass sie jetzt sicher und geschützt sind. Aber wie du betont hast, Pascal, müssen wir schwierige Fragen dazu stellen. Es könnte durchaus das Gegenteil der Fall sein und die Verwundbarkeit erhöhen. Wenn es kein klares Verständnis gibt, können die Dinge sehr schnell schiefgehen. Also, ich stimme dir zu, Tapio. So, I am there. Tapio. Yeah, also thanks on my behalf. It's... Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Es war eine wirklich fruchtbare und anregende Diskussion. Ein letzter Punkt. Ich möchte betonen, dass es nicht Russland, sondern Putin war, der Finnland in Richtung NATO gedrängt hat. Insbesondere war es das Ultimatum vom Dezember 2021, das einige der grundlegenden Prinzipien der finnischen Außenpolitik in Frage stellte. Dazu gehören die Handlungsfreiheit, die Entscheidungsfreiheit und die Bewegungsfreiheit in der Außenpolitik. Diese Prinzipien wurden aus den Erfahrungen des Kalten Krieges übernommen, als sie ein Kampf waren. In der Zeit nach dem Kalten Krieg waren sie nicht mehr so sehr ein Kampf, blieben aber ein hochgeschätzter Teil der finnischen Außenpolitik. Als Putin diesen rhetorischen Schritt im Dezember 2021 machte, war es der erste Anstoß. Der zweite Anstoß war die lockere und offene, eskalierende nukleare Nötigung und Rhetorik. Dies war etwas, das wir von sowjetischen Führern nicht erlebten, aber von der aktuellen russischen Führung schon. Diese beiden Faktoren zusammen erhöhten die Risikobereitschaft und drängten Finnland in Richtung NATO. Dies bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass das Erbe oder die Tradition des instrumentellen Pragmatismus und bestimmte Elemente der Neutralität vollständig aus der finnischen Außenpolitik verschwinden werden. Wenn sich die Zeiten ändern, könnten sich neue Wege für neue Öffnungen ergeben. Und so könnte eine Art nordischer gemeinsamer Blockansatz in diesen Angelegenheiten tatsächlich eine Möglichkeit sein, die Debatte ein wenig zu öffnen. Ein letzter Punkt. Es ist eine historische Ironie, dass sowohl Finnland als auch Schweden der NATO unter sozialdemokratischen Regierungen beigetreten sind. Eine interessante kontrafaktische Frage ist, ob die Situation und die Debatte ganz anders ausgesehen hätten, wenn die Sozialdemokraten in Finnland und Schweden in der Opposition gewesen wären. Aber das ist eine kontrafaktische Frage, die wir nie beantworten können, obwohl es etwas ist, worüber man nachdenken kann. Aber meine Herren, das war sehr interessant. Sie wissen, es gibt keine Patentlösungen in den internationalen Beziehungen. Es gibt keine perfekten Strategien, um immer Sicherheit zu gewährleisten. Systeme ändern sich ständig und Länder verändern sich. Einige Länder werden Bündnismitglieder, während andere neutral bleiben. Das wird auch weiterhin so sein. Ich hoffe, wir können uns wieder treffen und weiter diskutieren. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Thank you very much for joining today. Danke, vielen Dank. Thank you. Wenn Ihnen die Kriegstreiberei und die ewige Meinungsmache in den Mainstream-Medien genauso auf die Nerven gehen wie mir, dann empfehle ich das Magazin International. Seit über 40 Jahren publiziert dieses österreichische Widerstandsblatt vernünftige Analysen des Zeitgeschehens auf Deutsch. Hochkarätige Akademiker, Diplomaten und ortskundige Experten schreiben darin über alles von Südamerika, Europa, über den Nahen Osten und Afrika bis hin zu politischen Geschehnissen in Asien. Das vierteljährliche Heft erhalten Sie physisch und es wird Sie sicher freuen, mal was Vernünftiges zu lesen. Ein Abo kommt direkt dem Redaktionsteam zugute und unterstützt eine echte freie Presse. Auf international.or.at können Sie sich das noch heute bestellen. Meine ehrliche Empfehlung für eine gute Lektüre.